Moin Leute, da sind wir wieder. Ja, dann möchte ich mal hier noch eine Fackel kleben. Dann möchte ich die Kiste mal wegreißen. So. Anpflanzen werden wir gleich noch was. Und wir müssen natürlich noch die Tür bauen. So, dann machen wir das doch mal schnell. Zing, zing. Eine Tür. Stein haben wir im Augenblick gar nicht, aber wir können mal ein bisschen was rauswerfen. Da Redstone brauchen wir erstmal nicht mehr. Stein 2, 4. Da bauen wir uns erstmal schicke Druckplatten mit. Dann die Tür. Den Kies brauchen wir nicht mehr. Den Feuerstein brauchen wir nicht mehr. Den Eimer, ach nee, den wollte ich mitnehmen. So, das packen wir mal dahin. Bin gerade im Überlegen. Nee, das passt so alles. Gut. Dann machen wir das doch mal ganz kurz. Und zwar die Tür. Puff. Die Druckplatten einmal, die Druckplatten zweimal. Also ich habe jetzt mal überlegt, was ich hier auf der anderen Seite baue, weil da kann ich ja, wie gesagt, nicht 11 in die Breite gehen, sonst kriege ich da Probleme. Und ich denke mal, da wird der Pilzfarmraum hinkommen. Hauen uns mal schnell ein Stückchen Fleisch rein. Ja, Tiere züchten möchte ich auch noch mal gleich. Wenn wir schon da sind, eine neue Schere brauchen wir sowieso. Ja, Wasser müssen wir noch holen gehen. Ein paar Fackeln müssen wir noch bauen. Mal kurz in die Öfen gucken. Ja, das sieht auch noch gut aus. Obwohl, wir könnten eigentlich mal. Ja. Dann sind wir die Stufen endlich los. Könnten wir mal ein bisschen reinwerfen. Ja, dann gehen wir erstmal Viecher züchten. Also ich möchte wenigstens noch ein paar Rinder züchten und ein paar Schweinchen. So, zing, zing. Kommt mal her, ihr Rinders. So, dann hätten wir da erstmal wieder 6 Stück von. Dann 1, 2, 3, 4. Dann hätten wir wieder 6 Schweinchen. Dann schälen wir nochmal schnell die Schafe. Ja, das eine schiebt mich hier die ganze Zeit durch die Gegend. Da sind die ja immer relativ unbeeindruckt von, ob man da jetzt im Inventar irgendwas rummacht oder nicht. So, schick, schick, schick. Das müsste dann auch demnächst mal eigentlich reichen für unseren Leuchtturm. Denn ich habe auch so die ganzen Viecher so ein bisschen im Verdacht, dass die der Performance nicht unbedingt gerade zuträglich sind, wenn wir da tausende von Tieren haben. So. Aber ich möchte, wenn es geht, wenigstens von der Wolle. Jeweils, ich glaube, in der Kiste sind oben 8 Stacks passen in eine Reihe. Und ich möchte, wenn es geht, wenigstens diese Reihen dann da voll haben. So, lasst ihr mich auch wieder raus. Ja, da wollen wir nochmal gucken gehen. Und dann gehen wir doch einfach mal wirklich gucken, wie viel Wolle haben wir denn da. Also wenn wir da oben dann die Reihen voll haben mit der Wolle, dann soll das auch genügend sein. Und dann werden wir auch mal ein paar Schafe umlegen. Na, da dauert es aber noch ein bisschen. Da müssen wir mal fleißiger schälen. Gut, die Weißen fehlen fast komplett. Dann gehen wir uns nochmal um die Weißen kümmern. Lassen die Roten mal so ein bisschen außen vor. Ja, die werfen immer alle gar nicht so viel Wolle ab, wie ich das gerne hätte. Aber es geht ja, ihr seht, also das ist alles in einem doch noch überschaubaren zeitlichen Rahmen zu schaffen. Na gut, okay, soll jetzt reichen. Jetzt habe ich aber wirklich keine Lust mehr.
warten wir einfach, bis die wieder nachgewachsen ist, die gesamte Wolle. Und ja, wir können ja unten auch noch was anpflanzen, fällt mir gerade so ein. Jetzt, wo wir gerade hier so unter uns sind. So. Packen wir das doch mal zurück und dann, ja, nehmen wir uns mal, nee, so. So machen wir das. Wir gehen mal 16 Weizen anpflanzen. Dann läuft die, ist die Farm wenigstens nicht ganz sinnlos im Augenblick, solange wie wir noch keine Melonen haben. Ich bin ja voll der Hoffnung, dass wir irgendwann in diesem Minecraft-Leben noch auf Melonen treffen werden. So, bing, 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 bing. Und bing, 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 bing. Fertsch. Jetzt warten wir einfach, dass das wächst. Ja, oben nach dem Feld muss ich auch noch mal gucken. Wie schaut's denn da aus? So, puff, puff. Ja, das sieht auch gut aus. Dann ernten wir das auch erstmal schnell noch ab. Das sind so halt die ganz normalen Minecraft-Tätigkeiten, die müssen ja auch gemacht werden. So, irgendwas reingefallen? Nö, bisher nicht, oder? Doch. Müssen ja 32 pro Seite sein. Ja, das Feld. Die Felder. Ich weiß nicht, ob ich die nicht vielleicht auch noch unterirdisch dann irgendwie baue und mir dann lieber hier irgendwelche Bäume noch hinpflanze. Das wäre auch nochmal zu überlegen. So, 64 brauchen wir natürlich auch wieder zum Anpflanzen. Bing, bing, bing. Ja, die Pilzfarm, wie gesagt, die möchte ich auch noch bauen. Da brauchen wir dann halt einen sehr hohen Raum für, nicht unbedingt breit. Also breit sollte, glaube ich, 8 Blöcke breit sollte, glaube ich, reichen oder 9. Also das heißt, wir wären dann zwar neben der Minecart-Strecke, aber nicht so, dass uns das irgendwie stören müsste. Nur hoch muss es dann halt sein. Der muss dann, glaube ich, also damit wirklich alles gut wächst, damit ich es dann auch halbwegs korrekt da reinkriege, irgendwie so 9 mal 9 muss der und dann wenigstens auch irgendwie so 9 oder 18 irgendwie lang. Ich muss da ja, wenn dann das doppelt da reinkriegen, also das heißt, zwei, für beide Pilzarten natürlich, also nicht nur für eine. So, Eisen. Eisen haben wir eigentlich fast genug. Was haben wir vergessen? Den Eimer aufzufüllen haben wir vergessen. Ja, Fackeln wollte ich mir auf jeden Fall noch bauen. Das wird aber noch nicht reichen an Fackeln. Na. Habe ich doch die Kohle nicht rausgekriegt. So, dann bauen wir uns mal noch ein paar. Haben wir jetzt 31, ein bisschen Holz haben wir mit. Ja, eine schicke Eisen, Quatsch, Diamanten-Axt wollte ich mir auch noch bauen. Und jetzt renne ich los und weiß gar nicht, doch Eimer auffüllen. Genau, das wollte ich machen. Eine schicke Diamanten-Axt wollte ich mir auch noch bauen und dafür brauchen wir dann wieder Level 13, denn dann würde ich dann auch ganz gerne wieder Haltbarkeit drauf basteln, also Haltbarkeit 3. Das heißt, wir werden auch das ein oder andere Monster noch jagen müssen. Den Eimer auffüllen. So, Holz brauchen wir im Augenblick nicht. Nee, eigentlich, also nicht so wirklich. Hallo Kuh. Ja, was machen wir denn dann mit der angebrochenen Folge? Bin gerade im Überlegen, was wir jetzt noch machen können. Wir könnten ja mal ein bisschen Redstone holen gehen. Das können wir mal machen. Fackeln haben wir. Dafür packe ich mir aber mal dann den Bogen wieder in die Leiste. Das ist einfach besser. Und dann fahren wir mal abwärts. Und zwar auf der linken Seite jetzt. Und hier muss auch auf der rechten. Naja, gut, okay, den einen da, den nehmen wir noch mit. Der. Ja, ich weiß, ich habe jetzt nicht dran gedacht, man kann die dann auch mit der Hand kaputt kloppen. Das spart natürlich Schwert. Also hier,
Hinter befindet sich noch eine Höhle und in diese Höhle werden wir jetzt mal hineingehen. Dann leuchten wir die auch mal ein bisschen schick aus. Die hatte ich ja vor ewigen Zeiten schon gefunden. Oh, lässt du das? Zack, weg ist er. So. Und hier hinten haben wir Redstone. Da hatte ich die ganze Zeit nicht mehr dran gedacht. Man möge es mir verzeihen. So, aber ich muss das hier mal gut ausleuchten, wenn ich da gleich Wasser reinschütte. Das kommt sonst nicht so prickelnd. Ja, die Rohstoffe, die werden wir dann natürlich mitnehmen. Auch hier oben. Das ist übrigens die große Höhle, die wir hier haben, bloß von der anderen Seite. Steine habe ich jetzt gar nicht mitgebracht, ne? Ich habe mir auch keine Erde mitgebracht. Ja, da müssen wir nochmal raus. Da müssen wir nochmal nach oben. Haben wir es dann ja doch nur ein bisschen ausgeleuchtet. Aber wenn wir schon mal hier sind, die Slimes, können wir dann auch nochmal schnell mitnehmen. Und ja, ich werde die kleinen Slimes dann mit der Hand platt hauen. So. Was eine Slime-Farm hier. So, die noch mit dem Schwert. So. Und die wurde mir ja geraten, weil das ist echt Verschwendung mit dem Schwert, die umzudübeln. Die kann man auch mit der Hand umhauen. So. Hätten wir alle geplättet. Sind dabei mal schnell Level 6 geworden, haben 22 Slimes bisher. Also Slimebälle. Und haben sogar noch gespart, also unser Schwert aufgespart. So, wo ist der jetzt noch, den ich hier höre? Da ist er. Jetzt ist Aru hier. Ja, dann gehen wir nochmal hoch. Ein bisschen normalen Stein hätte ich halt, wie gesagt, ganz gerne noch in der Tasche. Und etwas Erde. Gerade wenn man eine Höhle erkundet, macht sich das, glaube ich, immer ganz gut. Die Slimebälle, die laden wir natürlich gleich wieder aus. Die brauchen wir ja nicht mitnehmen. Ja, für den Bahnhof. Ich weiß es noch nicht, ob ich dann da mit Halbstufen auslegen soll oder nicht. Das ist ja wieder so eine Geschichte mit dem 1.3er-Patch, der ja auch in den Startlöchern steht. Da ist es dann wiederum so, wie ich das gelesen habe, spawnen dann wohl auch die Monster auf den Halbstufen, also auf den oberen, wenn man die jetzt oben setzen würde. Wenn man die unten setzt, dann wohl nicht. Und das ist dann wieder ganz schön viel Puzzlei. Wie baut man was am besten, damit da nichts drauf spawnt? Es geht mir ja eigentlich nur um diesen Bahnhofsbereich hier. Da finde ich es halt ungünstig, wenn hier halt die ganzen Mobs spawnen. Das ist irgendwie immer ein bisschen nicht so toll. Ja, Ressourcen, die holen wir natürlich raus. Aber ja, erstmal geht es darum, hier dann gescheit das Wasser abzuklemmen, dann nochmal eine Fackel zu setzen. Auch eine Fackel, sagte ich, nicht tausende. So, dann hier nochmal dicht machen. Immer schön beleuchten hier. Jetzt nur nicht in die Lava reingetrieben werden. Hier noch beleuchten und da noch beleuchten. Und dann haben wir ja unseren Wassereimer. So sieht das doch schon mal schick aus. So, und dann beleuchten wir hier mal noch ein bisschen weiter. Oh, hier ist auch nochmal Redstone. Schön, 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 schön. Ah, hier haben wir die nächste Lava. Da schütten wir überall Wasser drüber. So. Ja, an diesem lustigen Bling habt ihr es auch schon wieder gehört. Wir haben fertig. Ja, ich sage erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge, Leute. Wir sehen uns und dann werden wir wahrscheinlich noch ein paar Fackeln bauen und dann werden wir hier mal die Ressourcen rausholen. Also, ich sage erstmal Ciao.